Und damit hallo und herzlichst willkommen. Das wollte ich noch. Fällt mir auch noch was ein. Jojojo. Tralali und tralala. So ist es direkt viel wunderbar. So. Und damit hallo und herzlichst willkommen zu. Naja, einem neuen Horror-Let's Play, nämlich Slender the Arrival. Oftmals schon von verschiedenen Leuten gespielt. Von mir auch schon einmal gespielt. Um genau zu sein. Wann war's? Stimmt, Halloween. Halloween-Special war's. Und ich würde sagen, wir starten das Spiel. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht bei meinem alten Standort rauskomme, wenn ich ehrlich bin. Nein, zum Glück nicht. Wuhu. Ist gut. So. Auch schön mit Facecam hier hoffentlich, ne? Ich muss mal gerade noch ganz schnell muss ich noch einen Timer aktivieren. Das könnt ihr euch bitte mal selber durchlesen. Ich werde den Timer mal auch für die erste Folge auf 14 Minuten, ne? Aber dann weiß ich so ungefähr, wann ich Schluss machen muss, weil das Problem ist, ich nehme jetzt nur einen Part auf. Den kriegt ihr vermutlich in 3 oder 4 Tagen, Oreas. Warum auch immer. Ich könnte mir das dann auch eigentlich heute sparen und den nicht aufnehmen. Aber gut, okay. Jo, wir gucken auch schon jetzt durch die Kamera. Mit E zoomen wir. Ein bisschen. Ich muss mich jetzt natürlich auch erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Ach, warte mal, warum muss ich... Ich stelle mir keinen Timer. Ich gucke da rum auf die Scheißuhr gleich. Also in den nächsten Aufnahmen. Das ist eigentlich die Idee. Blue Isle. Isle Studios. Eigentlich könnte ich mal gerade noch die Kamera ein bisschen justieren. Eine Sekunde, ich sehe jetzt gerade nicht, wie ich die justiere. Ja, so ist doch direkt viel schöner. Und da meine Wand. Eine schöne, es ist eine schöne Wand. Die Wand ist sehr schön. Ja. Das gucke ich mir auch gerne an. Eine Wand. Eine sehr hübsche Wand. Oh, ein Auto. Das ist ein sehr schönes Auto. Mit einem Benzinkanister. Und, oh, Lampen. Oh, wir gehen weiter. Ganz gemütlich. Und da sehen wir ein Haus im Hintergrund. Im Hintergrund? Irgendwo da hinten. Gar nicht mal so weit weg. Ich zoome trotzdem drauf. Seht ihr? Und es wird dunkel. Plötzlich. Wir sind hier in Schweden. Hier wird es ziemlich schnell dunkel auf einmal. Ah, das Haus wird verkauft. Und uns sind Geräusche. You don't have a flashlight. So, da dieses Haus ja hier verkauft wird, gehen wir einfach rein. So. Machen aber schön gemütlich die Tür zu. Ein bisschen wunderlich, dass hier ein Ranzen steht. Na gut. Das darf vorkommen. Hallo. So. Passt. Honoring the life of Beth Hills. Oktober. Am 18. Oktober 2009. Naja, da ist schon mal die Beerdigung. Okay. Schon ein paar Jahre her. Ich glaube, wir kommen etwas zu spät. Was ist das? Flashlight, Leiter, Kerosin, Batterien, Extra Tapes, Lock the House. Okay. Okay. Gut, ich bin auf der Suche nach einer Taschenlampe. Na, das klingt aber wirklich irgendwie bekannt. Ich komme aber gerade nicht drauf, von was. Eine Fernbedienung. Ne, ist ein Telefon. The phone line appears to be dead.
The phone line appears to be dead. The phone line appears to be dead. Was tut die phone line? The phone line appears to be dead. Okay. Thank you. Love you always, Kate. Gute Kate. Also aber sehr freundlich von der Kate, dass sie sich so bei uns bedankt. Was ist das? Ist das eine Golftasche? Das ist eine komische Golftasche. Naja, okay. Gut, gehen wir nach oben. Gucken mal hier in den Gang. Hier ist eine Tür. Hallo? Also ich sehe gerade auch nichts, wenn ich ehrlich bin. Gut. Gehen wir mal hier lang. Ach, Jacqueline. Jacqueline hat wieder an den Wänden gemalt. Du, das gibt's schon nicht. Jacqueline. Jacqueline. Wieso malst du einfach an den Wänden? Jacqueline. Jacqueline, bist du hier drin? Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline, bist du auf dem Klo? Jacqueline. Okay, keine Jacqueline. Vielleicht ja hier. Oh, Jacqueline, hast du wieder ein Auto gepupst? Ja, hat sie. Was? Warte mal. Hä? Okay. Gut, gehen wir einfach nach oben. Es ist egal, es ist egal. Ja, gut. Okay. Na gut, krass. Es ist dunkel. Ja, okay, krass. Es ist dunkel. Okay, krass. Ich brauche jetzt erstmal eine Taschenlampe, würde ich sagen. Okay, gut. Okay. Okay, das ist eine Zigarre, glaube ich. Gut, ich kann Fenster auf und zu machen. Das bringt mir aber nichts. Ich brauche eine Taschenlampe. Eine kleine, leckere Taschenlampe. Da ist sie doch. So, kleine, leckere Taschenlampe. Gehen wir wieder nach oben. Suchen in dem einen Raum nach einem Schlüssel, beziehungsweise in den beiden Räumen hier. Und gucken mal, was hier so geschieht. Dürüm, dürüm, dürüm. Könnt ihr auch einfach mal das Licht anmachen, glaube ich. Okay, das ist kein Lichtschalter. Ist mir auch egal. Kann mir die Blume hier vielleicht anschauen. Die sticht auch ziemlich im dunklen Raum hervor. Genau wie der Spiegel. Der Spiegel ist eigentlich beleuchtet. Ja. Okay, mein Kühlschrank ist angegangen. Das habe ich gerade gehört. Da fällt mir ein, ich hätte mir eigentlich mal ein Bier aufmachen können, aber nein. Ich, Vollhorst, denk mal wieder nicht daran. Ne? Tja. Ist halt so. Ich meine, im leicht angetrunkenen Zustand macht das doch alles noch viel mehr Spaß. So. Tralali und tralala. Ja. Unlock the door. Jo, das ist doch schön. Was ist das? Can you see it? Wo denn? Da draußen. Ein Schwein. Ich glaube, da hat ein Schwein geschrien. Wir sollten nach dem Schwein suchen. Oder es war die Jacqueline. Auf der Suche nach Jacqueline Chantal Eberhard machte sich Mr. Hai. Jetzt habe ich gespuckt. machte sich Mr. Hai auf eine gefährliche Reise. Er wusste nicht, was auf ihn wartete. Würde er jemals Jacqueline Chantal wiederfinden? Die ihm entkommen ist. Oder würde er mit leeren Händen wieder zurückkehren? Also auf gut Deutsch, ohne Jacqueline Chantal. Aber was er auf jeden Fall schon mal hinbekam, war das Licht anzuschalten. Das ist schon eine große Leistung für jemanden, der sich selbst Hubert Schubert nennt. So viel kann ich euch schon mal sagen.
Ich glaube, wir machen mal kurz eine kleine Pause. Oder auch nicht. Wir gehen einfach weiter. Ganz gemütlich, ganz langsam. Ich meine, ist ja nicht so, dass die Jacqueline gerufen hat. Oder geschrien hat, besser gesagt. Wie am Spieß. Ja. Kannst du sowieso. Ludus, ja, guck mal. Ah, das ist ja nicht, ne? So, nee, dem antworten wir. Hier, warte mal. Komm. Komm hier, Ludus. Du altes Luder. Haben wir Smileys? Haben wir irgendwie. So. Ah. Jetzt ist er off. Das kann ich mir noch niemals mehr zurückschreiben. Okay. Tolle erste Aufnahme. Yay. Aber das werde ich jetzt bestimmt nicht rausschneiden. Aber Slender kann ich recht gut, mein Freund. Ich bin ein recht wenig ängstlicher Mensch. Es war auch lustig. Wir hatten letztens Probealarm bei uns. In der Schule, also so Feueralarm und so, ne, so tata und so. Und dieser Alarm, also mitten im Deutschunterricht, wir wussten halt, die Schüler wussten halt nichts davon, dass es heute, also an dem Tag halt einen Probealarm gab. Und wirklich 90% der, meiner Mitschüler und Mitschülerin erschrecken sich so. Und ich sitze da, scheiße, wer hat denn hier sein Handy an, Alter? Aber halt so bei einem extrem lauten Feueralarm und ich sitze, ja, wer hat denn hier sein Handy an? Es ist jetzt nicht sonderlich erschreckend, das ist einfach nur creepy. Hey. Boah! Okay. Boah! Okay. Ah! Weißt du, ich rede gerade noch davon, dass ich mich nicht erschrecke und dann sowas. Boah, das war aber auch laut, du. Das war aber richtig laut. Boah, das war auch. Boah, das war aber gut. Boah, dann gehen wir direkt nochmal rein. Hey, ist hier noch was? Hey. Hey, Bruder. What's that then? What's wrong with this place? Why did this happen to us? No answers anyway. Am I crazy? These things I see at night. I don't know what to think. Ever since Charlie disappeared and Diane left, I must have hit a breaking point. I still keep looking. I still hear him sometimes. That cute little laugh. But he's been gone 9 years. Why does every day have to hurt so much? Charles. Ich guck mal kurz auf den Timer. Der Timer hat mir noch 2 Minuten. Und das rein. Boah, ich freue mich gleich schon auf das Video. Ganz ehrlich. Ich liebe es, mich selbst, also mich zu sehen, wie ich mich selbst erschrecke. Ich glaube, ich bin da auch so. Dass viele Leute haben ja irgendwas dagegen, sich zu erschrecken. Ich liebe das, weil. Wow, das ist ein Familienfoto. Oh, da krieg ich Lungenkrebs, du. Alter. Was ist das denn? Ich kann bündeln. Ach ja, ich weiß auch, wofür man das verwendet, ja. Gut, ich weiß es wieder. Das sah ja geil aus. Oh, nee. Alter Schwede. Wie ist das? Sowas halt. Ne? Manch einer erschreckt sich dann halt, weil er denkt so, oh Gott, was war das denn? Und ich sehe da ein Familienfoto. Vermutlich war das so voll die gruselige Fratze oder so und ich sehe da halt ein Familienfoto. Ah. Nee. Wie gesagt, gut, ein kleiner Schocker. Keine Ahnung, der war irgendwie, den kenne ich noch nicht. Wenn ich ehrlich bin. So, muss ich ihn lang. Joa, hier ist die letzte Lampe, ne? Was sind wir jetzt hier so?
Okay, müssen wir nicht. Wo müssen wir lang? Ja, aber jetzt gleich mache ich auch schon in Anführungsstrichen, jetzt gleich mache ich die Aufnahme Schluss. Ich meine, das speichert doch, oder? Oh ne, das speichert scheinbar doch nicht. Ja, aber wie gesagt, also... Na, guck mal. Also eigentlich, wie gesagt, ich bin nicht so der... der so leicht erschreckbare Mensch. Also... Wie gesagt, aber das Spiel hat mir schon an Halloween extrem viel Spaß gemacht und auch teilweise etwas... mich etwas erschrocken. Muss ich zugeben, also... Es ist kein schlechtes Spiel, das muss man einfach... Das muss ich dem Spiel einfach lassen. So. Jetzt muss ich aber langsam aber sicher auf Klo. Nun kommen jetzt komische Geräusche. Techno! Okay. So, guck mal. Lass mich raus. Danke. Na, ich komme nämlich hier. Slender the Arrival. Okay. Was mache ich hier? Was sollte das? Okay. Einmal etwas verjagt und jetzt. Jetzt dachte ich gerade, da wäre schon wieder so ein Viech. Und jetzt sage ich dann aber auch schon in diesem Sinne, die kommen da und schau, Leute, euer Shinigami. Auf Wiedersehen. Ja, was war das denn jetzt? Tja. Was soll ich sagen? Da war ich nicht. Mit der Bewegung gerade. Da war doch gerade eine Bewegung. Das war ich nicht. Meine Hände waren gerade auf meiner Tastatur, weil ich eigentlich die Folge schon von einer halben Minute beenden wollte. Auf Wiedersehen.